Vorletzter Redner in dieser Debatte über die Hochwassersituation ist Rudolf Silvan. Er ist Gewerkschafter und kommt aus dem Bereich südlich von Wien. Sehr geehrte Damen und Herren hier auf der Galerie und zu Hause, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung. Ich bin in Niederösterreich geboren, wohne seit oder lebe seit 57 Jahren in Niederösterreich und ich persönlich habe so etwas noch nie erlebt. Ich möchte mich auch, wie meine Vorredner natürlich, bei den Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr bedanken, bei den freiwilligen Helfern, bei den Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres, bei den Bürgermeisterinnen, bei den Gemeinderätinnen, bei den Gemeinderäten, bei den Rotkreuzhelfern vom Arbeiter-Samariterbund, ganz zu schweigen. Herzlichen Dank dafür für die Leistung, die unermüdlich erbracht wird, Tag und Nacht erbracht worden ist. Herzlichen Dank dafür. In ganz Niederösterreich Bekannte und Freunde habe. Ich bin vorher angerufen worden von einem Gemeinderat, einem befreundeten Betriebsrat von mir, der in Gas am Kamp wohnt und mir die Situation geschildert hat, die dramatisch ist, aber sie sind gegenüber 2002 mit einem blauen Auge davongekommen, obwohl die Situation nach wie vor dramatisch ist. Und ich soll eines erwähnen, nämlich den Werksleiter des Stausee von Ottenstein, der Tag und Nacht in Verbindung mit den Bürgermeistern, mit den Feuerwehrkommandanten war, der ihnen mitgeteilt hat, wie viel Ressourcen er noch im Stausee hat, wann er wie viel ablässt und so weiter und so fort. Und so ist es gelungen, hier das Schlimmste zu verhindern. Herzlichen Dank an Alexander Sitz an dieser Stelle. Als Gewerkschafter möchte ich auch darauf hinweisen, dass auch der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammern für ihre Mitglieder einen Katastrophenfonds zur Verfügung gestellt haben. Und weil wir gerade beim Thema sind und wir heute schon diskutiert haben und auch der Kollege Wöginger vor mir gesprochen hat mit dem Rechtsanspruch auf Freistellung und so weiter. Herr Kollege Wöginger, wir diskutieren soweit schon 5 Jahre, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass jemand, der Intensivstation ist, diesen Rechtsanspruch in Anspruch nehmen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, am besten Willen nicht. Und es ist so, dass uns jetzt dann natürlich bei Gewerkschaften und bei den Arbeiterkammern immer wieder Kolleginnen und Kollegen angerufen haben, wie das denn da ist mit der Freistellung und wie das denn da ist mit der Entgeltfortzahlung, weil eben der Einsatz länger dauert als gedacht und so weiter und so fort. Und wir haben ja zum Glück die Regelung für die Arbeitgeber, dass es aus dem Katastrophenfonds hier eine gewisse Entschädigung gibt, aber man ist halt noch immer abhängig als Arbeitnehmer und es sind halt sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den freiwilligen Feuerwehren engagiert und in den Rotkreuz-Organisationen engagiert und es ist halt immer nur, man ist halt immer noch abhängig vom Gutwill des Arbeitgebers, obwohl natürlich in dieser Krisensituation, in dieser Ausnahmesituation, das muss man jetzt auch ganz deutlich sagen, auch hier die Arbeitgeber natürlich mitgeholfen haben, um hier das Schlimmste zu verhindern. Und zusätzlich ist erforderlich, dass die Betroffenen von solchen Katastrophen die Sicherheit haben, ohne Angst um ihren Arbeitsplatz, ihr Hab und Gut in Sicherheit und ihr Zuhause wieder instand bringen zu können, dass es hier heute zu keinen Kündigungen etc. gibt. Und deswegen braucht es hier dringend eine rechtliche Regelung. Und deswegen bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Der Abgeordnete Philipp Kucher, Josef Muchitsch, Genossinnen und Genossen betreffend Einsatzkräfte und Betroffene beim Katastropheneinsatz im Beruf absichern und rasch und unbürokratisch finanzielle Soforthilfe leisten. Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, wird aufgefordert, umgehend dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur Beschlussfassung zu übermitteln, mit der ein Rechtsanspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung für im Katastrophenschutzeinsatz stehende Einsatzkräfte geschaffen wird. Zugleich ist sicherzustellen, dass für im Einsatz befindliche Ehrenamtliche Einsatzkräfte auch eine pauschale Abgeltung etwaiger Verdienstausfälle aus selbstständiger Tätigkeit erfolgt. Für von Katastrophen Betroffene soll Rechtssicherheit durch einen Schadensbeseitigungsfreistellungsanspruch geschaffen werden. Der Bundeskanzler wird darüber hinaus aufgefordert, in Abstimmung mit den Ländern dafür Sorge zu tragen, dass den von den Katastrophenschäden Betroffenen rasch und unbürokratisch finanzielle Soforthilfe geleistet wird. Vielen Dank.